Hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und in diesem Video stelle ich euch mein Sachtler Stativsystem FSB 4 Flowtech mit dem Fluidkopf und der Mittelspinne vor. Das Stativ habe ich jetzt in den letzten Monaten sehr oft auf Filmdrehs, sowohl Indoor als auch Outdoor mit dabei gehabt, denn ich habe doch in den letzten Wochen viele Breakdance-Tutorials gemacht, an die 30, 35 Videos, dann auch sehr viele Fußball-Freestyle-Videos. Und bei diesen Drehs musste ich die Perspektive und die Höhe der Kamera immer wieder verwenden. Das heißt, ich musste mal bodennah filmen, dann wieder von oben. Ja, jetzt zeige ich euch mal, wie ich das früher mit meinem Videostativ gemacht habe. Das ist ja ein Manfrotto-Stativ, ist ja von guter Qualität, aber wenn es jetzt darum geht, die Kamera runterzunehmen, dann hat man hier diese Clipverschlüsse. Man muss sich bücken, ja, dann löst man diese Clipverschlüsse, hält mit dem einen Bein hier noch die Kamera, zack, und dann kommt sie erst runter. So, jetzt habe ich die Kamera hier unten. Jetzt merke ich wieder, dass ich ein Stückchen hoch muss, da muss ich dann wieder ein Stückchen an den Schellen hier spielen, die wieder hochziehen. So, dann muss ich schauen, dass ich einigermaßen in der Waage bin. Fummel ich hier auch wieder rum und den Rest mache ich hier über die Einstellung, über diese Mittelsäule. Zack, so habe ich es früher gemacht. Also eine riesen Fummelei, bis die Kamera richtig schön in der Waage auf der richtigen Position steht. Und jetzt zeige ich euch denselben Move, nur mit dem Sachtlerstativ. Da gibt es nur drei Handgriffe. Eins, zwei, drei. Und schon ist die Kamera unten. Hier kann ich sie fixieren, gerade hinstellen und die Kamera steht safe. Hochziehen geht genauso. Läuft. Also es geht schnell. Man muss sich nicht ewig verbiegen, den krummen Rücken machen, wenn eine Kamera auch oben drauf ist. Also da hat sich Sachtler echt was einfallen lassen. Um die Kamera dann absolut final in die Waage zu bekommen, muss ich das über den Kugelkopf machen und da komme ich hier über diese Arretierschraube ran. Hier kann ich schön die Kamera in die Wasserwaage bringen. Ist jetzt genau mittig. Zack, schraube ich fest und das war's. Und jetzt gehe ich auf die für mich wichtigsten Eigenschaften von diesem Stativ ein. Der Fluidkopf, der FSB 4, der kann Kameras bis zu 4 Kilogramm gut tragen. Dann ist der Kopf in Verbindung mit diesem Schwenkarm butterweich zu bewegen. Und das macht halt auch wirklich ein teures Videostativ aus, dass man hier schön schwenken kann und schön neigen kann. Sachtler hat auch einen dreistufigen Gewichtsausgleich in diesem Fluidkopf eingebaut. Das bedeutet, wenn ich meine Kamera neige, bleibt die einfach so stehen. Ja, und das kann ich eben einstellen zwischen 1 oder 3. Also kein Problem und die Kamera steht safe auf dem Stativ. Ich kann sie aber immer noch bewegen. Die Kamera wird seitlich auf dem Stativkopf eingeklickt. Ja. Das macht in Situationen Sinn, wo man nicht viel Platz hat und nicht hin und her schieben möchte. Und es geht auch ganz easy. Man löst hier eine Schraube, ein Klack, Kamera ist draußen. Und genauso, zack, ist die Kamera wieder drin. Ich mach nochmal. Also funktioniert auch super schnell und echt easy. Zack. Und nochmal die Sicherheitsschraube zudrehen. Die Mittelspinne verwende ich nicht ganz so oft, weil ich ohne Mittelspinne einfach flexibler bin. Und das Rausmachen der Mittelspinne funktioniert auch ganz einfach hier über diese roten Buttons. Klack, 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 kriegt man die einfach raus. Aber wenn ich das Stativ bodennah aufstellen will, muss ich die abbauen. Es geht ganz einfach. Man drückt die roten Knöpfe, zieht die ab. Und jetzt kann ich das Stativ super easy bodennah aufstellen. Und es steht. Dann arretiere ich es noch. Und ich bin hier auf circa, sagen wir mal so, 40
cm Höhe. Das ist das Maximum an Tiefe, mit dem man mit diesem Stativ filmen kann. Die Naturfilmer, die viel im Eis und bei Schnee unterwegs sind, freuen sich hier über die abnehmbaren Füße, weil da kommen die Spikes zum Vorschein. Funktioniert einfach nur so. Und hier habt ihr Grip auf Schnee und Eis. Und so werden die auch wieder einfach angebaut. Zack. Ein weiteres gutes Feature sind die magnetischen Beine, denn wenn man das Stativ auf der Schulter transportieren möchte, klappen die Beine nicht automatisch auseinander. Zack, die sind richtig fest und so kann ich die Kamera jetzt schön tragen. Ein paar nette Features sind die angebrachte Libelle. Dann hat man einen zweifachen Auszug bei den Beinen. Die Höhe des Stativs ist so auf ca. 1,73 Meter. Wenn man es zusammenklappt, hat es eine Transportlänge von 85 cm. Und das Stativ hat auch einen ganz praktischen Tragegriff und den finde ich ganz cool. Den gab es mit dazu zu der Polstertasche. Ich zeige euch mal den Tragegriff. Hier sieht man ganz gut die Magnetfüße. Und so kann man dieses schöne, aber auch schwere Stativ wirklich gut transportieren. Von Location zu Location. Ja, und wenn man fliegt oder Zug fährt, wie auch immer, kann man das Stativ auch in die mitgelieferte große gepolsterte Tasche reinstecken. Schaut dann so aus. Und fertig ist der Lack. Bei dem Flowtech-Stativ wird auch so eine ganz gute, stabile Stativplatte mitgeliefert. Das ist Manfrotto-kompatibel. Ja, dieses Stativ ist in der Tat nicht ganz billig, aber ich sehe das Stativ als Werkzeug für meine tägliche Filmarbeit an. Und es ist auch definitiv eine Investition in die Zukunft und auch in meine Gesundheit. Weil, obwohl dieses Stativ viel schwerer ist als mein anderes kleines Manfrotto-Videostativ, muss ich mich einfach nicht so häufig bücken, weil durch diese Funktion ist es einfach viel, viel einfacher, das Stativ von oben nach unten zu bewegen. Ja, also wenn das Video einigermaßen informativ war und ihr euch einen ersten Einblick in so ein Sachtler-Videostativ machen konntet, freut es mich natürlich, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst oder meinen Kanal abonniert. Gern stellt mir auch Fragen zu dem Stativ, ich beantworte sie und ja, freue mich aufs nächste Video und auf euch und eure Kommentare. Bye bye, euer Sigi vom Ammersee.